Jetzt studiere ich mittlerweile in den USA. Ich bin vor 2 Jahren, dann, nachdem ich Abi gemacht habe in Saarbrücken an der normalen Schule, bin ich rübergegangen. Bin jetzt seit 2 Jahren im Studium, habe noch 2 Jahre vor mir und dann mal schauen. Also mein Name ist Lars Johann, ich bin 21 Jahre alt, ich komme, wie ich schon vorhin gesagt habe, aus Saarbrücken, aus dem Saarland, aus dem kleinen Saarland. Ich spiele, seitdem ich klein bin, spiele ich am Tennis, liebend gerne immer noch. Ist immer noch, also natürlich ist ein bisschen Beruf, aber eigentlich immer noch ein schönes Hobby, was man gerne auch jeden Tag macht. Also ich mache Business Management. Ich habe mit Business Administration angefangen, habe dann gewechselt aufgrund, einfach da ich an dem Management ein bisschen mehr interessiert bin und da muss ich auch ein bisschen weniger Buchhaltungsklassen und so machen. Das war dann, hat sich gerade angeboten. Und sonst, wir haben, das Gute in den USA ist, das ist alles relativ geregelt von der Uni her. Da ich für die Uni Sport mache, sind dann die Zeiten auch geregelt. Du kriegst frei, wenn du mal frei haben musst. Das ist super angenehm und dann trainieren, also ich mache. Gehen morgens um 7 Uhr, gehen wir immer als Team frühstücken. Dann haben wir meistens, Training ist dann von 8 bis um 11 und dann ist auch von der Uni her, wird uns das die Zeit weggeblockt, dass wir da keine Klassen haben können. Das ist da, also wir haben dann von, sagen wir, 8 bis 1 habe ich keine Uni, dass wir mit Physio und so alles das machen können, dass wir da genug Zeit haben, gehen wir Mittagessen und dann ist normal so von, ich sag mal, 1 bis um 4 bis 5 Uni. Man muss danach noch ein bisschen was für die Uni machen, aber dann ist der Tag auch schon wieder rum. Also der Weg, wie die meisten in die USA kommen, ist halt, dass die Trainer nach Europa kommen, dich scouten, mit dir anfangen zu reden und dann kriegst du halt von verschiedenen Standorten, wo es halt jetzt, wo die Trainer her sind, kriegst dann deine Angebote. Du hast dann auch die Möglichkeit meistens von der Uni einen bezahlten Visit zu nehmen. Du kannst dann, also die bezahlen dir dann Flug, Aufenthalt, darfst aber nur 2 Tage, was als Europäer ein bisschen schwer dann ist. Also die Trainer kommen auf dich zu im Grunde genommen und dann, je nachdem, ob man auf derselben Wellenlänge ist, ergibt sich dann was und dann endet man entweder an der Uni oder man muss an die nächste weiterziehen. Sehr ländlich, also so wie man es auch ein bisschen, wie man es immer hört, ist auf jeden Fall ländlich, aber in den Städten ist es dann auch, also man merkt jetzt keinen Unterschied, wenn du in Texas bist oder in Nebraska. Wenn du in der Stadt bist, ist da, macht sich's eigentlich absolut nichts. Und dann, sonst das Wetter ist halt ein bisschen extrem. Gerade im Winter, so, also wenn ich jetzt, ich fliege im August wieder rüber, komme dann im Dezember wieder und da geht's eigentlich noch. Es wird so ab Mitte November, würde ich jetzt mal sagen, wird's kalt. Und dann, sobald ich wieder hier bin, geht's dann. Und dann fliege ich im Januar rüber und dann Januar, Februar ist die absolute Hölle. Da kannst du dann auch mal minus 20, minus 25 und dann noch richtig schöner kalter Winter zu, dann schneit's noch. Also da ist man dann, geht man nicht gerne vor die Tür. Ich würde mal gerade so gerade dabei. Time Management bin ich ziemlich gut. Gerade da ich schon seitdem ich ganz klein bin, viel Tennis spiele und das mit der Schule auch immer auf die Reihe bringen musste. Da bin ich ziemlich gut. Dann bin ich, würde mal sagen, ich bin engagiert. Gerade mit der Uni, also auch wenn ich mal keine Lust habe, setze ich mich hin und bringe es halt hinter mich, wenn es mal sein muss. Und das Dritte, ich würde noch der Ehrgeiz auf jeden Fall. Auch vom Sport her, dass man einfach ehrgeizig ist, dass man halt einfach im Leben was erreichen möchte. Und sonst, ich bin immer relativ ein entspannter Kerl. Bleib relaxed. Ich krieg mal nicht so schnell aus der Ruhe. Würde ich jetzt nicht so direkt sagen. Ich würde auf jeden Fall, ich werde nächsten Sommer auf jeden Fall mal noch ein Praktikum machen, bevor ich dann meinen Bachelor fertig mache. Und ich denke, ich werde dann auch noch nach meinem Bachelor auf jeden Fall einen Master dranhängen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ob ich den dann hier in Europa oder in den USA mache, muss ich dann noch schauen. Das kommt dann auf die Situation an. Aber sonst dann halt erstmal Praktiken, gucken, was mir gefällt. Und dann versuchen, vielleicht versuche ich, wenn es im Tennis gut genug ist, vielleicht versuche ich noch Profi zu machen und dann werde ich mich irgendwann mal orientieren und schauen, was mir gefällt und dann sicherlich meinen ersten Job annehmen. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall vieles nochmal genauso weitermachen, da ich, ich würde mal sagen, eine super schöne Jugend hatte. Ich habe zwar viel Sport gemacht und habe aber trotzdem nie meine Freunde vernachlässigt, hatte immer eine schöne Zeit,
bin auch noch in Urlaub gefahren. Also ich würde auf jeden Fall, nochmal den Schritt machen, dass ich in die USA gehe. Das echt gerade, wenn man Sport machen möchte, sich super, also super vereinbaren lässt. Dadurch, weil das wäre hier, also wenn man studieren möchte in Deutschland und dann dazu Sport macht, gerade bei ein bisschen schwierigen Studiengängen ist das ja kaum möglich.